Willkommen hier zur zweiten SmackDown, zuvor Night of Champions mit mir und den Raw Guys. Hallo. Ho. Hallo! Hallo. ja, sorry, wenn wir jetzt ein bisschen abgelenkt sind, aber wir haben, Kupo und ich haben so seit einer halben Stunde nur noch Dünnpfiff im Ja, Kopf. also der normale Zustand Weil wir quasi. auf Daniel gewartet haben. Ja, wir haben auf Daniel gewartet, hat nichts zu tun und dann, naja. Ist eskaliert. Ja, das ist Nicht ziemlich. fragen. Ja, einfach nicht fragen. Ihr werdet es nicht wissen. Ja. Die NSA-Mitarbeiter haben sich schon selbst umgebracht. Deswegen, ja. Welcome to Monday Night Raw. Raw, yeah. WWE's Flagship Show, Number Uno. Oh ja, und wir sind bei der zweiten Show im Monat. Das heißt, nach dieser Show ist ja schon wieder die Hälfte vorbei auf der Road to Night of Champions. Oh yeah. Oh yeah, Copa, oh yeah. Genau. Und ja, wir haben viel vor mit euch, wirklich. Wird eine richtig coole Show. Aber wir müssen, glaube ich, noch mal kurz ein bisschen so sagen, was so die letzte Woche. Wir haben ein paar Matches angekündigt die letzte Woche. Wir haben einen neuen Number One Contender auf den WWE Champion Batista. Ist niemand geringeres als die Eater of Worlds, der Patriot, der Wyatt Family, Bray Wyatt, Oh der yeah. quasi Daniel Bryan's Spot einnimmt, da dieser Denn verletzt ist. ja, Brian ist verletzt, deswegen muss er tappen, weil er sich den Arm stark verletzt hat. Wir wissen noch nicht, wann er zurückkehrt, aber wir wünschen ihm natürlich alles Gute Genau. bei seiner Rehabilitierung. Genau. Und wir haben den Main Event von Night of Champions bekannt gegeben. Und der findet Inside Hell in a Cell statt. Armageddon, Six Man for the Intercontinental Championship. Oh yeah. Tommy End, Axel Hüter Junior, Neville, Sheamus, Mark Henry und Shelton Benjamin Ja, winner takes it all. werden endlich den einzig wahren Intercontinental Championship küren. Genau. Ohne irgendwelche Draws, DQs, Fuck-Finishes, Eingriffe, Ja. sondern Intercontinental Champion wird nach Night of Champions fest sein, endlich. Genau. Haben wir noch etwas hier? Nee, ich glaube, wir haben nichts. Gut. Denn da wir nun fertig sind, quasi mit der Begrüßung und Einleitung, möchte sich ein gewisser Wrestler zu Wort melden, der im letztmonatigen Raw Main Event von SummerSlam war. Und zwar ist dieserjenige niemand anders als Dean Ambrose. Er kommt zum Ring mit einem Mikro in der Hand und er hat den Leuten etwas zu sagen. Genau, denn der gute Dean Ambrose sagt, dass er sich ein bisschen, ja, benachteiligt fühlt, da er nicht mehr die Chance auf den WWE Championship hat bei Night of Champions, dass es jetzt einfach so einen neuen Number One Contender gibt, obwohl er beim SummerSlam Triple Threat Match, was Cooper schon gesagt hat, wo er mit dabei war im Raw Main Event, nicht an der Entscheidung beteiligt war, sondern quasi nur passiv ja, in diesem Match dann war, zumindest bei der Entscheidung. Und ja, er fühlt sich benachteiligt, dass er nicht noch eine Chance auf den WWE-Titel haben. Wie wir wissen, hat Daniel Bryan getappt im Batista Lock. Und ja, das ist hier, was der gute Dean uns sagen möchte damit. Er ist unzufrieden, weil er ja immer noch nicht seine Road to Redemption quasi beendet hat. Er hat immer noch nicht uns das letzte Mal oder endgültig einen ausgewischt. Nö. Das passierte nicht. Und das, genau diese Worte, die gehen natürlich nicht spurlos dran vorbei, wenn jemand so großkotzig zum Ring geht und solche Worte spuckt, das geht natürlich an niemanden im Lockerroom vorbei. Und ich glaube, da gibt es den einen oder anderen sogar vielleicht, Ja. der dagegen was zu sagen hat. Genau, denn just nachdem die Worte ausgesprochen wurden, ertönt die Musik von Austin Aries. Dieser kommt quasi an die Rampe, hat dann schon sein Mikro bereit und hat ein paar Worte an Ambrose zu richten, denn dieser sagt erstmal, dass Ambrose gar kein Recht hat, sich zu beschweren, denn er kam nach monatelanger Abstinenz einfach so zurück und hat dann sofort seinen Title Shot bekommen. Einfach so super unverdient, denn während andere da hart rackern, war er einfach nur verletzt, kommt dann zurück und kriegt seinen Title Shot und das findet Aries erstmal gar nicht super. Sogar noch bei der natürlich zweitgrößten Pay-per-view der Company. Und deswegen soll der erstmal gar keine Forderungen stellen. Er hat das Match quasi nicht gewonnen. Er hat zwar nicht verloren, aber hat auch nicht gewonnen.
denn das Spotlight gehört ganz Austin Aries. Und im Gegensatz zu Ambrose, der einfach nur verletzt war und rumlag und sich gefaulenzt hat, hat Aries viel erreicht. Er hat viele große Gegner besiegt. Er hat den Money in the Bank, er hat das Money in the Bank Ladder Match gewonnen. Und er hat sogar den Champion besiegen können, zwar bevor er Champion war, aber es ist trotzdem etwas, was man beachten sollte. Absolut korrekt. Damit hat Austin Aries ja auch absolut recht. Und ja, das geht natürlich auch nicht an Dean Ambrose vorbei. Der gratuliert den guten Austin Aries dazu auch zu seinen Accomplishments, wie man sagt. Ja, er zollt Aries absoluten Respekt, denn Dean Ambrose kennt auch diesen Weg, den Austin Aries eingeschlagen hat. Und ja, den Weg dann endlich, der dann in die WWE geführt hat. Er weiß ganz genau, wie schwer, wie steinig dieser Weg ist. Und davor hat er absolut Respekt. Und auch vor dem, was Austin Aries sich erarbeitet hat, Money in the Bank, Ladder Match Sieger, er hat Batista geschlagen im Main Event von Raw. Das sind große, große, große Errungenschaften für einen Austin Aries. Aber, und das sagt Ambrose auch ganz, ganz klar an Austin Aries, man sollte sich einen Dean Ambrose nie zum Feind machen. Denn, so gut wie Austin Aries sein mag, wenn man sich Dean Ambrose zum Feind macht, ist man automatisch im Ambrose Asylum gefangen. Und in diesem Ambrose Asylum ist er und einzig und allein er derjenige, der die Strippen und Fäden zieht. Und da sollte man nicht so großkotzig, ja, vorangehen. Nicht gut für Aries. Dean Ambrose und Aries hier mit einer Meinungsverschiedenheit. Kann beide so ein bisschen verstehen. Ja, klar. Beide haben ihre Argumente und sind hier, glaube ich, zum ersten Mal quasi aneinander gestoßen. Quasi großer Hype quasi für die ganzen Fans. Quasi. Das deutet natürlich Sachen an. Beide beenden dieses Segment mit einem Staredown, während Austin Aries dann mit seinem Koffer Backstage geht. Aber ja, ich bin gespannt, wie das mit den beiden weitergeht. Mhm. Der gute Dean hat natürlich auch recht. Wenn man sich Dean zum Feind macht, dann weiß man nie von wo und wie er attackiert. Wir haben es bei der Rückkehr von Ambrose gesehen. Genau, er ist ja der Lunatic. Er macht quasi Dinge, die einfach nicht erwartet werden können, auf die man sich nicht einstellen kann. Deswegen ist er besonders gefährlich auf seine eigene Weise. Muss man sehr aufpassen. Oh yeah. Absolut korrekt. Ja, das war schon mal eine interessante Auseinandersetzung, ja, wirklich. Genau. Wir beobachten das die nächsten Wochen und schauen mal, wie es zwischen den beiden weitergeht oder ob es zwischen den beiden noch weitergeht oder ob das damit jetzt abgehakt ist. Schauen wir mal. Muss man nochmal schauen. Und damit kommen wir zu unserem Opener. Und zwar haben die, kannst du zeigen, Daniel, die Damen wieder einen Einsatz, nachdem sie in der ersten Woche nicht aufgetaucht sind. Haben wir hier die Damen am Start und zwar dachten wir uns da im letzten Monat bei SmackDown, Emma gegen quasi die jetzige Championess Asuka antreten konnte in einem Number One Contender Match, also da diese quasi schon ein bisschen gefightet haben, dachten wir, schauen wir mal, wie Lita sich gegen Emma schlägt und haben die beiden einfach mal für einen guten Opener gebuckt. Genau, denn wie wir wissen, diesen Monat die Damen wieder bei Raw, die Tag Teams bei SmackDown. Ja. Und somit sind die Damen wieder da. Lita hat sich erholt, Fragezeichen, von dem Titelverlust. Wir wissen es noch nicht, wir werden es bestimmt gleich erfahren. Und Emma natürlich auch mit einer großen Chance. Wir alle wissen, natürlich nicht für diesen Monat, denn Lita hat ihre Rematch-Klausel. Jo. Die sie auch einsetzen wird bei Night of Champions, wo wir das Rematch dann Asuka gegen Lita 2.0 sehen. Und ja, bin gespannt, ob Lita sich erholt hat und ob vielleicht Emma, die ja bei SmackDown, wie gesagt, das Number One Contender Match im letzten Monat hatte, diese Chance hier vielleicht nutzen kann und nicht ganz in die Bedeutungslosigkeit rutschen wird. Glaube ich aber fast nicht. Deswegen, ich gehe davon aus, dass Lita sich das holt. Ja, muss man schauen. Das ist ja quasi, Lita hat ja jetzt quasi ihre erste große Niederlage kassiert, ihren Titel verloren. Und jetzt müssen wir aber schon mal gegen Asuka verloren. Ja, halt, ich meine halt. Aber nicht in dem den Falle, Titel. Ja, aber nicht genau, den Titel halt, ja, klar. Genau, das ist halt immer der große Unterschied. Und jetzt muss man halt schauen, wie sich jetzt so quasi das Machtgefüge verschoben hat, wie sich das geändert hat. Weil es kann jetzt sein, dass quasi eine Lita irgendwie jetzt
davon richtig mitgenommen wurde, von diesem Titelverlust. Möglich weil, ist es. Und dann Emma das halt natürlich dann quasi richtig ausnutzen kann. Deswegen, Vielleicht. So eindeutig wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, aber vielleicht greift ja auch dieser Tommy End-Effekt, nachdem der vor 2 Monaten nach Money in the Bank den Intercontinental-Title verloren hat, schien es ja bei ihm auch so Mitte bis Ende des Monats eher so, geht richtig bergab, das ist jetzt so ein richtig tiefes Loch. Und hat sich dann in der letzten Woche nochmal da rausgekämpft und hat dann bei Money in the Bank, bei Battleground, war es Battleground, müsste ne? Battleground sein, ja. Bei Battleground, dann sich doch, müsste sein, den Intercontinental-Titel wieder beeindruckend zurückgeholt. Also, ich bin gespannt, ich glaube aber, Lita ist einfach zu stark und ich glaube für Emma ist das Ganze noch ein Ticken zu früh, um wirklich die großen Tiere in der Damen, der Women's Division mit Asuka und Lita, die es ja nun mal beide gerade sind, zu besiegen. Von daher gehe ich mit Lita. Na, ich gehe mal hier ein bisschen auf Emma. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Schauen wir mal nach. Es holt sich tatsächlich Emma. Emma nutzt das hier wirklich aus. Ja, und jetzt ist halt wirklich die Frage, greift hier dieser Tommy End-Effekt? Wir hatten es schon mal bei Raw quasi so ähnlich. Tommy End hat ja auch in der ersten Woche, nachdem er seinen Titel verloren hat, auch nochmal verloren. Ja. Aber dann hat er sich trotzdem zurückgekämpft, obwohl es wirklich duster aussah. Der hängt jetzt genau an derselben Klippe wie Tommy End damals. Und jetzt heißt es für sie, kann sie sich hochziehen oder rutscht sie ab und fällt in die Tiefe. Absolut. Und für Lita geht es hier auch gar nicht darum, ihr ist klar, dass sie das Championship-Match sicher hat, aber für sie geht es natürlich darum, jetzt mal wieder Selbstvertrauen zu tanken und aufzubauen. Deswegen ärgert sie sich auch unheimlich über diese Niederlage, während Emma natürlich diese Niederlage nach einem Roll-Up relativ überraschend ausgiebig feiert. Sie rollt sich gleich aus dem Ring, weil Lita außer sich ist. Und ja, eine Lita in dieser Verfassung, ich weiß nicht, ob das so gut ist für sie. Aber ja, schauen wir mal, wie es mit Lita weitergeht. Sie muss jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen die Kurve kriegen. Jo. Und für Emma ist das ein Sieg. Der steht in den Geschichtsbüchern oder der steht in den Büchern. Ja. Und das ist schon mal ganz klar ein Vorteil für sie. Jo, vielleicht für zukünftige Championship-Matches. Sie hatte ja die Möglichkeit, wenn sie gegen Asuka gewonnen hätte. Ja, aber irgendwann muss sie dann auch mal ein großes Match gewinnen. Das war jetzt ein recht großes Match ohne Bedeutung, aber irgendwann muss sie ein großes Match mit Bedeutung haben. Ja, das stimmt allerdings. Und dann schauen wir mal, wie sie sich die nächsten Wochen und Monate in diesem Universe-Projekt schlagen wird. Gut, und quasi bevor wir zum zweiten Match kommen, das hat meine... Sind wir fertig? Hier? Ja. Gut. Das zweite Match hat ein kleines bisschen Geschichte mit sich. Und zwar, wer sich noch an den guten Heath Slater erinnern kann, der weiß bestimmt auch quasi seine Erfolge aufzuzählen in diesem Netz, schon in der Hand abzählbar. Und einer dieser großen Erfolge war, dass dieser gegen Sami Zayn gewinnen konnte, was wirklich ein unglaublicher Upset war. Und nachdem Slater nun scheinbar ein bisschen wieder in den Hintergrund geraten ist, wollte er wieder ein paar Chancen haben, er ist hungrig, er ist heiß quasi auf weitere Siege und das meinten wir gut. Wie wir es ja immer sagen, wir geben jedem eine Chance, wir finden es gut, wenn Leute sich ins Spotlight drücken wollen, wenn Leute dafür arbeiten wollen. Und dann dachten wir uns, komm, wir wollen mal schauen, ob das wirklich nur Glück war oder ob das auch Können war. Und deswegen gibt es das Rematch Sami Zayn gegen Heath Slater, um zu schauen, war das jetzt wirklich Glück oder Können? Und Sami Zayn kann sich auch weiter beweisen. Genau. Sami Zayn wollen wir natürlich diese Woche auch die Chance geben. Er ist richtig heiß. Er hat letzte Woche Mr. Money in the Bank geschlagen. Das schon, unglaublich. Von daher will Sami Zayn, der hat natürlich gleich eingewilligt in diesem Match für dieses Match, weil er möchte natürlich diesen Kaffeefleck, diesen Schandfleck in seinen Papieren möchte er natürlich entfernen und wieder ungültig machen, quasi revidieren. Und ja, ich glaube einfach, dass er das auch hier tun wird und keine Zweifel mehr lassen wird, dass er hier der Bessere zwischen den beiden ist. Ja. Die Frage kam zwar auf, aber Heath Slater hat natürlich nicht die Accomplishments, die Sami Zayn hat, obwohl Heath Slater ehemaliger mehrfacher Tag-Team-Champion ist.
Aber trotzdem ist Sami Zayn da natürlich, der Leute schon wie Orton, wie Austin Aries geschlagen hat, noch eine höhere Ausnummer. Und fast Batista in einem Number One Contender Match besiegt hätte. Ja. Dürfen wir auch nicht vergessen. Das soll eigentlich sein, der ist jetzt Number One Contender Match. Ich finde das wirklich sehr interessant. Ich glaube, Sami Zayn wird Heath Slater hier schlagen. Ja, da brauche ich nicht mehr zu viel sagen. Das ist auch so. Wahrscheinlich. Sami Zayn sollte seinen damaligen Fehler wieder gut machen. Jo. Schauen wir mal, ist dem so. Ja, ist es. Ja. Sami Zayn konnte relativ souverän gegen Heath Slater gewinnen und lässt sich dann auch natürlich sofort feiern und freut sich quasi, dass er hier diesen Schandfleck entfernen konnte. Doch dann passiert etwas, Junge. Genau, gut für Sami Zayn, aber während dieser noch feiert und seine Hand, seinen Arm vom Referee gehoben wird und er als Sieger announced wird, ja, kommt jemand oder ertönt eine Musik von jemandem und das ist niemand anderes als Randy Orton. I hear voices in my head ertönt und Randy Orton kommt auch zum Ring angelaufen, ja, gefühlt Usain Bolt-Tempo. Er schubst den Referee weg, der gerade noch Sami Zayns Arm in die Luft streckt, um ihn als Sieger zu küren, schubst den Referee weg und verpasst Sami Zayn den RKO out of nowhere. Ja, scheint von einer Tarante, die Viper scheint von einer Tarante gestochen zu sein. Er slidet aus dem Ring, zerstört den Kommentatorentisch, nimmt die Abdeckung ab, wirft die weg, die Monitore zerstört er, klopft auf den Tisch, dass dieser zusammenbricht. Er geht in die Timekeepers Area, verwüstet da alles, die Ringglocke fliegt Richtung Zuschauer, natürlich nicht gegen die Zuschauer oder irgendjemanden am Kopf, aber Richtung Zuschauer. Randy Orton ist völlig außer Kontrolle. Wir wissen nicht, was abgeht, aber er reißt unserer lieben Lillian Garcia das Mikrofon auch noch außer Hand und geht mit dem Mic in der Hand in den Ring und ja, richtet ein paar Worte an das Universe und ja, an alle, denn Randy Orton fühlt sich von uns hintergangen, speziell von uns GMs, weil es wurde immer gesagt, dass Raw die Show ist, wo man die Chancen nutzen soll, wo man sich in den Vordergrund bringen will. Und er hatte schon so viele Chancen, die ihm gegeben wurden und auch so viele, die er genutzt hat, wo wir gesagt haben, hier ist deine Chance, Randy, wenn du es packst, dann bist du regelmäßig in den Shows. Und er hat so viele Chancen, die er genutzt hat, seiner Meinung nach, dass er es unfassbar ekelhaft findet aus seiner Sicht, dass Rookies wie ein Heath Slater oder Sami Zayn mehr TV-Zeit bekommen als er, als eine Legende wie Randy Orton, der ja so gut wie gar nicht, nur sporadisch im TV auftritt. Und er findet das unfassbar unfair ihm gegenüber. Aber er schickt auch eine klare Message, weil das ändert sich jetzt. Das hier war nur der Anfang. Er nimmt nämlich jetzt das handelnde Heft in die Hand und wird sich jetzt einfach von sich aus selber TV-Zeit verschaffen. Und wenn er dann gefühlt das ganze Roster ausschalten muss, um im TV auftreten zu können, und wenn er, keine Ahnung, von mir aus noch Fans ein RKO verpassen muss oder sonst was, aber Randy Orton wird sich jetzt seine TV-Zeit hier verschaffen, die er sich verdient. Und ja, völlig außer Rand und Band. Das Mikrofon fliegt auch noch auf die Rampe, verlässt Randy Orton den Ring und geht Richtung Backstage-Bereich. Und ja, wir haben eine wütende Viper im Roster. Psycho-Viper, würde ich sagen. Außer Kontrolle ist der Typ geraten, ne? Randy Orton, wir kennen Randy Ortons Probleme mit Anger Management. Randy Orton ist bekannt dafür. Schon vor ein paar Jahren in Therapie deswegen gewesen. Und es scheint gerade so, als hätten wir unbeabsichtigterweise diesen Dämon wiederbelebt. Gar nicht gut. Boah, dann müssen wir schauen, wie sich das. Jetzt müssen wir echt schauen. Ja. Wie ist das? Regelt das mal lieber schnell, nicht, dass er das Lockerroom auseinander nimmt. Nicht, dass Randy Orton noch irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß. Amok läuft, keine Ahnung. Ja. Also, und allen RKOs verpasst. Wir kennen Randy Orton, der eskaliert gerne. Und ja, ich glaube, wir müssen mal mit dem guten Randy sprechen. Ja. Nimm mal ein paar Bodyguards mit. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben die besten Bodyguards im Roster. Ein paar Security Guys. Genau. So schaut's aus. Ja, genau. Und damit ist das dann auch beendet. Dieses Match ist beendet und wir springen quasi gleich zum nächsten Match,
Sami Zayn natürlich nach dieser Attacke hält sich den Kopf, geht dann in den Backstage-Bereich. Er ist natürlich auch nicht erfreut darüber. Natürlich. Und ja, die Kommentatoren quasi ohne Tisch, nur noch mit halbem Tisch gefühlt. Wir haben keine Ringglocke mehr. Ja, das Mikrofon von Lillian Garcia ist kaputt, aber da werden wir dann hoffentlich... Ja, das ist ein Live-Show. Auf solche technischen Probleme sind wir natürlich vorbereitet, dass sie alles schnell ersetzen und reparieren. Quasi eine kleine Werbepause wird eingeschaltet und dann kümmern wir uns um die kleinen Dinge. Genau, der Tisch, den können wir natürlich nicht so schnell ersetzen, aber wir sollten eine Ringglocke und ein Mikrofon noch irgendwo im Backstage-Bereich haben. Ja, das dürfte noch irgendwo rumliegen. Garantiert. Und wenn nicht, dann beschwert euch beim CEO. Ey. Nein, so angeordnet ist es. Dann ist es eher Schuld von einem, der das sortiert hat. Ja. Sehr schön. Von daher Mitte der Show, Cooper. Yo. Und zwar haben wir als nächstes Match noch ein ganz spezielles Match. Quasi kam der gute Bray zu uns ins Büro nach letztwöchigen Ankündigungen, dass er der Number One Contender ist. War natürlich sichtlich zufrieden, möchte aber quasi weiterhin in den Shows aktiv bleiben, weiterhin quasi in Action bleiben, in Form bleiben. Und da haben wir es ganz Spezielles für ihn ausgedacht, nicht wahr? Oh ja, wir haben gesagt, ey Bray, absolut korrekt, du bist jetzt Number One Contender, du musst ja deinen Schwung behalten, du musst fit bleiben, du musst, ja, du sollst unser Top-Guy werden, von daher musst du jetzt dranbleiben am Ball und das kannst nur bleiben, wenn du die Chance dazu hast. Und die Chance wird er bekommen, nämlich du nimmst den guten Braun Strowman mit und dann werdet ihr beide ein Match haben und es wird aber kein Tag-Team-Match werden. Wir haben nämlich da noch einen, ja, den das Universe immer haben wollte, der letzte Woche sich gar nicht so schlecht angestellt hat. Aber Cooper kam auf die Idee, dass wir nicht ein Handicap-Match booken könnten. Und zwar wirst du mit Braun Strowman gegen, und treue Zuschauer dieses Universe-Modus, werden wissen, wen wir meinen, gegen Fandango antreten wirst in einem 2-on-1-Handicap-Match. Ja, und darauf schmunzelt natürlich Bray sofort, dem gefällt diese Idee sichtlich. Aber Fandango wird diese Idee natürlich gar nicht gefallen. Nach einem letztwöchigen kranken Match gegen Batista muss er jetzt auch noch gegen zwei Monster antreten in einem Handicap-Match. Fandango geht es hier in Raw gar nicht gut. Genau, und bevor Bray dann aus dem Büro ausgeht, sagen wir noch zu ihm, ach ja, und übrigens Bray, ne, was nach dem Match passiert, ich glaube, wir schauen da mal nicht hin. Ja, wir sind gerade mal kurz abgelenkt mit wichtigen Telefonaten. So quasi als Zwinkernachricht Richtung Bray Wyatt. Ja. Und somit haben wir das 2-on-1-Handicap-Match Fandango gegen die Wyatt Family. Ein Teil der Wyatt Family, bestehend aus Bray Wyatt und Braun Strowman. Genau. Und das... Also Wenn Fandango gewinnen sollte, jetzt mal out of character, wenn Fandango gewinnen sollte, dann muss Fandango irgendwie bei der Produktion des Spiels 2K's Eier gewinnen. Ja, so nach dem, was er schon alles bekommen hat. Ja, ganz tief den Cock geschluckt irgendwie vom 2K-Programmierer. Ja. Und keine Ahnung, hat dann irgendwie einen geschmiert oder so, dass seine Bewertung quasi im Hintergrund nochmal um 100 gesteigert wird. Wahrscheinlich, ja. Oder er ist halt dauerhaft überragenden Schwung hat. Ja, genau. Deswegen, weil es war schon lächerlich, dass er gegen manche da gewonnen hat, aber jetzt in einem Handicap-Match, ich bitte euch, 2K, liebe Mitarbeiter, ich bitte dich, Spiel, mach das realistische Ergebnis. Dankeschön. Holt schon mal den Strick für die Leute, falls es wirklich gewinnt, Fandango es wirklich holt. Aber nee. Wir müssen nicht tippen, es ist klar, was wir alle tippen. Ja, da brauchen wir nicht mehr. Es ist auch klar, was passiert. In einer normalen Welt ist klar, was jetzt passiert. In einer normalen Welt. Wir ignorieren alle anderen Ergebnisse. So, schauen wir mal. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Dankeschön. Oh, Mann. Liebe Freunde, wir hatten zwar Backup-Pläne, aber Gott sei Dank. Alles sei andere wäre ja langsam genauso, auch. Es ist genauso verlaufen, wie man es sich vorstellt. Batista, genau. Batista. Fandango, noch geschwächt vom Match gegen Batista.
musste sich überhaupt noch erholen, wird quasi wie ein Flummi von den beiden Monstern, von den beiden Tanks hier hin und her geschmissen, wie ein kleiner Flummi, und dann am Ende mit der Sister Abigail gefinished. Ja, genau, gut. Davor war Braun Strowman im Ring mit seinem Choke Fandango gefühlt 3 Meter in der Luft bei dem Monster. Echt so? Ja, wird gechoked von Braun Strowman, verliert das Bewusstsein. Braun Strowman dreht sich Richtung seines Anführers, Richtung seines Mentors, und der lächelt ihn an. Der breitet die Arme aus, es gibt den Tag. Die Sister Abigail kommt noch hinterher, obwohl Fandango schon ausgenockt ist. Mhm. Das Cover hätte bis 3000 gezählt. Wahrscheinlich. Ja. Und ja, somit liegt Fandango im Ring. Aber das ist genau das Problem. Er liegt nämlich noch im Ring. Und das ist das Problem. Obwohl Fandango leblos erscheint, sich nicht bewegt, ausgenockt ist, hebt Braun Strowman ihn mit einer Hand auf, zieht ihn hoch, nimmt ihn zum Gorilla Press Slam und wirft ihn übers oberste Seil aus dem Ring Richtung Rampe. Und tot. Ein nasser Sack. Ja. Und ja, sofort stürmen medizinische Begleitung und Ärzte runter und schauen sich Fandango erstmal an. Genau, weil er hat kein Bewusstsein, konnte diesen Sturz nicht abrollen, nicht abfangen. Ja. Das sah richtig übel aus. Aber der ist gebrochen. Wie haben wir es so gesagt damals mit Jericho? Take out the trash. Ja. Take out the trash. Das wurde hier getan. Ja, da haben wir natürlich nicht hingesehen. Aber wo wir jetzt hinschauen, ist nämlich genau jetzt, denn nämlich nach dem Match gibt es noch eine Nachricht, denn unser Number One Contender auf die WWE Championship ergreift das Mikrofon, und wenn der Mann ein Mikrofon ergreift, dann wird die Halle dunkel, dann wird der Scheinwerfer auf ihn gerichtet und dann sind alle ruhig. Bray Wyatt, ja, in seinem klassischen Stil quasi, schickt eine Nachricht Richtung unser Number One Contender, Cooper. Ja, genau. Und zwar geht er natürlich nochmal auf die Fakten, denn er sagt, dass The Animal nie gegen Wyatt gewinnen konnte. Er hat jedes Mal gegen Wyatt verloren in jedem Match, wo sie aufeinander trafen. Im ersten Monat, vor einem Jahr, wann auch immer. Er konnte Wyatt nie besiegen und so wird es sich auch nicht ändern, besonders mit der Hilfe seiner treuen Brüder. Und ja, bei Night of Champions wird ganz eindeutig ein neuer Champion gekürt. Follow! Buzzards. Ja. Da. Ja, klare Ansage. Bray Wyatt hier eindeutig Nachricht, eine Nachricht an Batista, der diese Woche frei hat, der diese Woche Urlaub hat, der sich regenerieren muss. Wyatt hat absolut recht. Er hat Batista immer geschlagen, ob Batista jetzt unbesiegt war oder sonst was. Batista konnte Wyatt nie schlagen. Ja, und dann will Wyatt sich natürlich bei Night of Champions auch ein nettes Präsent, ein nettes Geschenk mitnehmen in der Form der WWE Championship. Und ganz ehrlich, ich glaube, das wird richtig krass. Und wenn es so weitergeht, wenn er weiter so Rampage Vollgas gibt, wer glaubt da nicht dran? Möglich ist es definitiv, ja. Obwohl Batista auch unglaublich stark ist. Aber schauen wir es an, wie sich das in den nächsten Wochen noch entwickelt. Denn nächste Woche, das können wir, glaube ich, schon mal ankündigen, sind sowohl Bray Wyatt als auch Batista bei Raw anwesend. Genau. Von daher könnte es auf das zweite Aufeinandertreffen in diesem Monat kommen. Und vielleicht auch diesmal Face-to-Face. Wer weiß. Definitiv möglich, ja. Aber auf jeden Fall, ja. Denn sagen wir mal so, natürlich hat Batista sich jetzt im Verlaufe quasi seit dem ersten Monat stark entwickelt, sehr, sehr stark, sich verbessert und alles, dass er dann dadurch quasi zu einem Champion werden konnte. Aber wer weiß, vielleicht ist Bray Wyatt auch einfach nur das Kryptonit eines Batistas. Genau. Von daher ist das damit auch vorbei und damit gehen auch Braun Strowman und Bray Wyatt wieder Backstage. Luke Harper und Eric Rowan heute nicht bei Raw anwesend, da sie mit dem SmackDown-Roster unterwegs sind und SmackDown am anderen Ende von den Vereinigten Staaten ist. Ja. Von daher sind Luke Harper und SmackDown. Genau, sind Luke Harper und Eric Rowan diese Woche nicht anwesend, aber nächste Woche bei Raw wieder dabei. Wir gehen sicher, dass sie gut genug dort behandelt werden. So, mehr oder weniger. Im Kontakt mit beiden. Ja, wenn da irgendwas ausgenutzt wird, wir sind sofort da. Absolut.
Auch wenn ich mal gehört habe, dass das ein bisschen komisch riechen soll seitdem her. In ihren Seit Augen, was? aber hey. Was komisch riechen? Ja, scheint wohl irgendwie ein komischer Geruch bekommen zu sein. Irgendwie das stinkt da, wenn die in der Nähe sind. Sowas, ein Satz ist gefallen. Pff, ja, die Leichen von den Leuten, die sie gegessen haben, vielleicht, aber What the fuck? sonst ist da nichts. Ja. Gut, haken wir das damit ab und kommen zum nächsten Match und einen sehr interessanten Match, Ja. denn wir bringen einen Mann zurück, ja, der die letzten beiden Monate ein bisschen an, ja, Spotlight und Standing verloren hat, Cooper. Ja. Und zwar ein Mann, der wirklich quasi, der einen starken Aufstieg hatte, aber jetzt von vielen großen Niederlagen geplagt wird. Und zwar ist es niemand Geringeres als Finn Balor. Der ist ja kehrt zurück. Möchte natürlich wieder quasi erneut seinen Weg zurück ins Spotlight finden nach der Niederlage gegen Bray Wyatt in dem einen Match bei SummerSlam. Natürlich quasi, wir sind uns sicher, dass Finn Balor auf jeden Fall sich da diese Niederlage nicht gefallen lassen wird. Irgendwann wird er quasi auf Bray Wyatt zurückkommen, denn sagen wir mal so, Braun Strowman hat da gute Arbeit geleistet für seinen Bruder, aber das ist eine andere Geschichte, denn Balor muss sich jetzt gegen einen neuen Gegner konzentrieren, ein Gegner, der auch sehr lange quasi nicht in den Shows war und zurückkehrt, und zwar gegen niemand Geringes als JBL. Ja. Yeah. Finn Balor gegen JBL. Ja, Finn Balor hat ja nicht nur gegen Bray Wyatt beim SummerSlam verloren, sondern davor bei Battleground auch gegen Sheamus. Auch Sehr deutlich verloren. wenn es Stimmen gab, die gesagt haben, dass er nur verloren hat, weil Strowman in der Nähe war. Wie gesagt, wäre es nicht Buck2K gewesen, kann ich immer nochmal sagen, wäre das Match in 5 Minuten vorbei gewesen. Oder in Ja. sechs Minuten. Und dann hätte Balor gar nichts gerissen. Aber, ja, Finn Balor quasi auf der Road to Redemption. Ja. Auf Alle auf seinem der Road Road to Redemption, nein. Ja, to aber natürlich möchte er jetzt wieder dahin zurückkommen, wo er vor Sheamus war. Weil, gut, Sheamus kann man noch ein bisschen drüber hinwegsehen, das war anscheinend wirklich sein Nemesis. Ähnlich wie es mit Wyatt Batista ist. Schauen wir mal, das sehen wir dann am Ende des Monats, ob es diesmal auch so ist. Genau, aber Finn Balor möchte sich jetzt beweisen und wir haben gesagt, wenn nicht besser, dann gegen einen ehemaligen Number One Contender auf den Intercontinental Title. Und wenn er den schlagen kann und eine Legende wie JBL, wenn er den schlagen kann, ja, dann wird er sich wieder definitiv einen Namen erkämpfen hier bei Raw. Aber es ist ein unglaublich, unglaublich wichtiges Match für ihn. Viel Druck lasten jetzt auf seinen Schultern. Es heißt nicht, wenn er jetzt hier verliert, dass er komplett weg ist, aber es lastet trotzdem Druck auf Ja, seinen Schultern. quasi eine vergeudete Chance. Und Genau. Chancen sind jetzt besonders wichtig in so einer Aufbauphase. Ja. Aber ich sage, er wird diese Chance nutzen. Ja, glaube ich auch. Dann denken wir, glaube ich, mal alle, dass Finn Balor JBL besiegt, obwohl JBL nie zu unterschätzen ist. Ja, JBL ist immer der Ultimate Opportunist. Wenn du Gerade. denkst, Was? wenn du Ultimate denkst, der Opportunist? verliert, ja, wenn das ist halt in dem Fall immer, Ja, wenn wir dachten, dass er irgendwie verliert, kommt er das so stimmt. Ja. zurückgekrabbelt. Das stimmt. Wenn wir dachten, dass JBL verliert, kam er immer wieder. Ist es. Und wie gesagt, und in den wichtigen Matches hat JBL zwar immer verloren, aber wenn wir dachten, er ist weg quasi, er ist jetzt hier quasi, ja, Endgültig weg. frisch, kam er immer wieder. Und schauen wir mal, ob er es auch hier bringen kann. Schauen wir mal, ist das denn der Fall? Ist es nicht? Also in diesem Fall nicht. Finn Balor mit einer starken Leistung gegen einen wirklich formidablen Gegner konnte hier sich den Sieg erringen. Und das nicht in der Demon-Form, deswegen. Nicht in der Demon-Form, ja. Ich glaube, er sollte die Demon-Form mal wegschmeißen. Ach was. Schauen wir mal, was er vorhat überhaupt. Wenn er vielleicht sein nächstes großes Match bei einem Pay-Per-View hat. Oder allgemein sein nächstes großes Match, vielleicht ein Titelmatch irgendwie. Schauen wir mal, wobei da er noch weit entfernt von ist. Aber Finn Balor macht den ersten Schritt. Und das ist wichtig für ihn, weil jetzt hat er gezeigt, viel Druck lastet ihn gerade auf seinen Schultern. Ja. Und er hat gezeigt, dass er damit umgehen kann. Und das ist gut. Das ist gut so. Gutes Zeichen. Von daher ist er wieder auf unserem Radar. Oh, jo. Jetzt, Cooper. It's time for the main event of the evening. Oh yeah. Ja, und zwar
Es ist ganz einfach. In der letzten Woche hatten wir zwei Triple Threat Matches, erstmal Eskalation quasi mit den zwei Openern. Und zwar traten hier quasi sechs Männer, die später diesen Monat bei Night of Champions im Armageddon Hell in a Cell gegeneinander antreten werden, jeweils in zwei Triple Threat Matches aufeinander. In diesen zwei Triple Threat Matches konnten zwei bestimmte Männer quasi siegreich davonkommen und ein großes Zeichen an ihre Gegner, an uns senden. Und da dachten wir, diese beiden Männer, wenn wir die gegeneinander antreten lassen, das wäre doch eine super Ansetzung und würde dann quasi einen Großfavoriten dann heraustreten lassen. Beide Männer, glaube ich, traten noch nicht gegeneinander an, soweit ich weiß. Bei uns auf jeden Fall nicht. Deswegen, es wird ein sehr spannendes Match, Jung. Beide Männer Name the traten schon mal Man. gegen an. Okay. Denn, ja, wir, und das werden wir gleich noch erläutern, denn im Main Event, und jeder sollte wissen, wer jetzt Raw letzte Woche gesehen hat, und das seid ihr natürlich alle, denn in diesem Main Event von Raw in der zweiten Woche im sechsten Monat treten an The Man That Gravity Forgot, The Man from Newcastle, England, Neville, und auf der anderen Seite The Celtic Warrior, der Barbare, der unbezähmbare Barbare. Sheamus. Oh yeah. Neville gegen Sheamus im Main Event vom Monday Night Raw. Und das ist eine gerade von den letzten Wochen richtig krasse Ansetzung. Denn Ja. Neville, Sheamus hat gefühlt alles besiegt in den letzten Ja. Wochen und Monaten. Wirklich alles. Also da gab es nichts, was er, glaube ich, nicht besiegt hat. Außer Neville. Denn Neville hat Sheamus im letzten Monat in der zweiten oder ersten Show geschlagen. Miami, Florida. Und wir sind in Miami, Florida. If What the yeah, ist gut. Oh Mann. Jetzt gibt das. Ist gut jetzt. Neville gegen Sheamus. Und Neville hat Na, boy. Sheamus geschlagen. Und Sheamus, ja, gefühlt unbesiegbar. Und ja, letzte Woche Tommy End und Shelton Benjamin im Triple Threat Match geschlagen. Sheamus und Neville, Mark Henry und Axel Junior. Aber Neville ist, glaube ich, ein, ja, absolut ein Mann, der hier absolut, glaube ich, unterschätzt wird im Roster, Jo. weil er in diesem Universe einfach bockstark ist. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, Also. deswegen verdient auch in diesem Armageddon Hell in a Cell Main Event, um den Intercontinental Title stehen wird. Ja, das hat er echt sich ziemlich verdient über die ganzen Monate hinweg. Hat er immer quasi große Signale gesendet und so. Deswegen, Neville absolut verdient in dem Match und quasi diese Ansetzung ist auch schon quasi selbst in sich, diese Ansetzung ist schon Pay-Per-View würdig. Deswegen freut euch wirklich auf diesen Raw Main Event. Dann wird ziemlich geil, hoffe ich da. Vielleicht sehen wir hier auch schon einen der zukünftigen Intercontinental Champions nach Night of Champions. Ja, meinte ich ja quasi, dieses Match kann quasi für viele jetzt so inoffiziell als Favoriten-Match quasi zählen. Genau. Von daher, beide stehen gerade auf gleichem Niveau gegenüber, auf Augenhöhe quasi. Und jetzt, ja, koren wir quasi den Favoriten aus. Und möglich ist es ja auch, dass wir vielleicht sogar nach Night of Champions dieses Match in der gleichen Konstellation nochmal sehen, aber vielleicht dann um den Ja, Intercontinental Title. möglich Wer auf jeden weiß. Fall, ja. Von daher schaut euch dieses Match ganz genau an. Weil das könnte echt ein Fingerzeig werden. Und Sheamus ist natürlich, ja, allein wie er geht, ne, das ist selbstbewusst pur. Er strotzt vor Selbstbewusstsein, der Mann. Das darf er auch, denn seine Leistungen sind wirklich, Sprechen für sich. ja, die sprechen für sich auf jeden Fall. Jo. Deswegen, ich glaube, dass Sheamus hier weiter durchrennen wird. Für Sheamus ist es natürlich auch so eine Sache. Neville, der Einzige, der ihn in den letzten Monaten in der letzten nahen Zukunft schlagen konnte. Quasi auch so wie ähnlich wie Sami Zayn, so quasi das Einzige, was so stört in seinem ja, Arsenal, in seinen Accomplishments, in seinen Erfolgen. Ich Und glaube vielleicht deswegen. wird ihn das pushen. Ich gehe aber mit Neville mit. Da schlägt das in die Herz einfach zu hoch. Dann gehe ich einfach mit dem, der alles vernichtet hat. Und zwar Sheamus. Oh, und der auch mit der Krachen im Klo sein nach dem Der Rücken. antwortet sofort auf den Tipp. Ja, natürlich im Kraftbereich ist Sheamus natürlich stärker, obwohl Nevilles Stärke sollte man nicht unterschätzen. Der Mann kann Ja, nicht nur klar. fliegen, Da sondern schon. der Mann hat auch richtig Power. Man nennt ihn nicht umsonst den Kraftwürfel. Die Und ja, schauen wir Kraftwürfel. mal an,
wie ging daneben. Havoc Gas gibt und dann sollte ein schöner Kick kommen, der ging aber daneben. Und? Ah, und da sieht man auch diese Kraft, obwohl Sheamus fast ein Kopf größer ist oder einen guten Kopf größer ist, gibt's hier einen Backsuplex, sowas von flüssig und ja, ausgegossen quasi. Jo. Das hätte The Perfect Ten. Oh, und Neville, wie nett. Es wird natürlich weggehen und Sheamus gibt den Slap und das findet Neville gar nicht okay. Und tritt ihn jetzt zu Boden hier. Absolut brutalen Moves. Und da sieht man auch quasi diesen Persönlichkeitsunterschied. Neville ist halt so ein Ehrenmann und Sheamus, den interessiert nix. Der möchte einfach nur... scheißegal. Wegklopfen. Tritt ihn zu Tode, jawohl. Einfach umbringen. Dem interessiert nur, wann sein Gegner endlich zerbrochen ist. Unter die seinen Strikes hier von Sheamus und dann vom Boden in den Suplex. Autsch. Ja, Sheamus zeigte seine Kraft. So gut wie unaufhaltbar momentan. Ey. Na? Quasi ähnlich ein bisschen schon wie Batista, weniger, aber dafür sehr kraftvoll und stark im Moves. German Suplex. Quasi der Batista, der, wenn man es so nennen möchte, Midcard, obwohl man es gar nicht so nennen braucht. Sheamus ist wirklich auch sehr gefährlich für die Top-Card hier, oder wie man es so nennt. Upper-Card. Main-Card. Ja. Und schöner Snap-Suplex ist aber von Neville. Ich glaube aber, je länger das Match geht, desto besser könnte Neville in dieses Match finden. Weil Sheamus will das Match früh beenden. Schnell mit kraftvollen Moves. Sheamus möchte halt einfach Grand Slam Champion werden. Ja, auf jeden Fall. Holt er sich den IC-Title. WWE 13 oder 12 oder was das war. Ja. Storyline. Hat er der Story nicht jeden Title gehalten? Bis auf den Women's Title. Divas Title. Aber Sheamus hat in seiner Karriere schon den US-Title gehabt, er hat schon den World Heavyweight, den WWE-Title. Aber Tag Team hat er, glaube ich, nicht, oder? Nein, Tag Team Champion auch nicht. Ja. Deswegen hat er nicht alle gehabt. Aber er ist ein Singles Guy, deswegen er wird sich den letzten Singles-Titel holen, dem ihm noch in seiner Sammlung fehlt. Ja, du glaubst also schon, dass Sheamus quasi Night of Champions als Intercontinental Champion verlässt? Nee, ich meine, das ist sein Ziel. Ja, okay. Schöner Brainbuster hier von. Wobei dieses Ziel vielleicht schon mehr oder weniger realistisch sein kann. Kann, ja. Aber Neville hat sich gut jetzt auch ins Match reingefunden. Jetzt ist es gerade echt schön ausgeglichen. Elbow. Also sagen wir mal so, ich glaube, die beiden. Oh, Neville Geist auf dem Top Rope kommt. Das wird doch nicht schon. Nee, auf keinen Fall. Will er den jetzt schon zeigen oder will er davor noch was. Boah, Germania. Ja. Da war ja kein Bot. Sheamus wollte gerade aufstehen und dann gibt's den Moonsault quasi in den Rücken. Na, aber Neville ist auch quasi trotzdem schlecht gelandet, weil Sheamus so halb ausgewichen ist. Ja, aber er konnte ihn noch greifen. Dings da, aber ich glaube, ich kann schon mit gutem Gewissen sagen, dass hier diese beiden Männer in diesem Ring zwei der Top-Favoriten für das Match sind. Ja. Ja, das kann man schon so stehen lassen. Sowohl während des Matches als auch nach dem Match. Also nach dem Match, wie gesagt, wird der andere, der Verlierer, wird nicht gleich kein Favorit mehr sein. Oh! Was ein Move, da soll die Battering Ram von Sheamus kommen und das into a Power Slam. Alter, unglaublich. Slam von Neville. Neville zeigt hier seine Stärke, unglaublich. Also damit habe ich am wenigsten jetzt gerechnet. Ey. Und Standing, was für eine Aktion! Standing Corkscrew von Neville hier. 1, 2, 9. Das hat Sheamus ganz doll überrascht. Damit hat er 0 gerechnet. Aber was? Und das, wir haben es euch gesagt. Neville, eine unfassbare Kraft. Sheamus, der fast wirklich zwei Köpfe größer ist. Und dann so eine... Oh, jetzt aber Sheamus. Jawohl, jetzt hat Sheamus genug. Jetzt hat er genug. Sheamus hat ja auch zeitlang... White Noise. Ja. Kommt schon, White Noise. Das geht durch und das könnte es schon sein. Direkt das Cover hinterher. 1, 2. Nein. Kommt aber gut raus bei 2,5. Das gefällt mir natürlich gar nicht, aber so, Sheamus hat ja auch seinerzeit. Was ein Double-Ex-Handle. Oh, da will ich was sagen, und Sheamus so, nein, halt die Fresse. Halt die Fresse. Sagen zum Reden. Meine Güte. Aber Sheamus auch mit Anger-Issues in seiner damals. Anger-Management. Die Sheamus und Orton sollten mal zu Kane und Daniel Bryan gehen. Oh mein Gott. Beziehungsweise dem, der die Therapiestunden hat. Oh, was hat Sheamus davor? Sheamus. Auf dem April mit Sheamus. Da möchte er schon einen Gegner quasi vor dem Match überhaupt aus dem Weg ziehen. Schlaue Aktion hier von Sheamus. Die härtesten Konkurrenten, da gibt's einen April. Aber dann konterte hier. Neville juckt's gar nicht gefühlt. Ja, so scheiß drauf. Der kontert hier. Ja.
Und rippt Sheamus wieder in den Ring. Er möchte es natürlich im Ring beenden, weil außerhalb des Ringes ist Sheamus im Vorteil mit dem ganzen Barrikaden und mit dem Kraftspiel draußen. Wow. Und jetzt Sheamus hier in der Ring. Geht in die Ringecke. Hebt ihn hoch. Oh, was hat Neville vor? Moment mal, was ist das? Hat was Neville wird das? Vor? Was ist auf dem vor? Nein. Auf. Nein. Nein. Oh. Shit. Unglaublich. Superplex nach draußen. Superplex aus dem Ring. Und eigentlich müsste Neville nur in den Ring laufen. Sheamus muss halt in einer klaren Lenkung sein. Sheamus denkt sich, du no-sells, das kann ich auch. Alter, scheiß die Wand an. Was das? This is awesome, chanted die Crowd. Unglaublicher Move hier. Was eine Aktion von Neville. Mhm. Und jetzt deswegen ist der Typ in dem Match. Was eine Kraft. Oh! Und Half Nelson Choke Suplex. Und der Referee countet, aber will Sheamus will vielleicht den Count-Out-Sieg mitnehmen. Ja, danke. Wie ist der Referee? 6, 7, irgendwie sowas. Komm mal rüber. Hast du keinen Ton an, oder was bei dir? Nee. Ja, aber Daniel ist, glaube ich, ein bisschen näher dran, der kann das. Hä? Neville kommt aber noch, ich glaube, bei 8 war er. Ja, 7 oder 8. Aber lange Zeit gelassen. Neville kommt in den Ring und fängt Sheamus Schlag da ab. Headlock. In den Headlock und Neville will jetzt ein bisschen Dampf rausnehmen, aber Sheamus kommt schnell aus dem Headlock hinaus. Ja, und kontert ihn. Neville möchte natürlich einen Dampf rausnehmen, weil er viel eingesteckt hat. Und dann geht's Irish Curse. Irish Curse. Sau hingesteckt. One, two, oh nein. Gut raus. Aber jetzt wirklich brandgefährlich. Neville hat jetzt viele starke Aktionen geschluckt. Jetzt kann so ein Brookkick out of nowhere kommen. Ja, und da Sheamus sagt auch, wo das Katie Cross. Oh. Belly Overhead Suplex von Sheamus. Tolles Match der beiden. Beide schenken sich hier gar nichts. Nee. Europäische Action hier. Sie zeigen auch zu Recht, warum sie beide als Favoriten mehr oder weniger gezählt werden. Absolut. Ja. Natürlich nehmen, wir dürfen nicht vergessen, klar, Tommy End, Axel, der Junge, alle sind stark, aber die beiden sind halt vielleicht so eine Dark Horses. Mhm. Neville kommt gerade nicht aus diesem Choke raus. Nope. Ja. Old. Sheamus hat das Match gerade gut unter Kontrolle. Nimmt ihn sehr gut die Luft, natürlich clever. Ja, und jetzt kontert Neville. Weil er kontert mit dem Chinbreaker. Und man weiß doch gar nicht, wer hier dieses Match gewinnt. Was Neville ist das? Jetzt backsuit und wieder die Kraft. Und da liegt Sheamus gefährlich. Nein, er covert. Okay. Rope Break. Rope Break, okay, habe ich nicht gehört. Hat der Referee meiner Meinung nach noch nicht angezeigt, aber Rope Break. Kam mir zumindest so vor, weil der Boot von ihm halt direkt da am Seil war. Oh, und was eines! Ja, ein spuckenden Frankensteiner von Neville hier. Und da liegt Sheamus gefährlich. Neville! Und das ist so fast! Springfunzeit und die Kicks gegen Sheamus. Alter, Neville! Alter, die Schwerkraft hat ihn echt vergessen, wenn er sowas machen kann. Über den ganzen Ring. Über den ganzen Ring. Oh. Aber jetzt, mit Sheamus dem bereitet sich vor. Und Sheamus bereitet. Das wird der. Das Cross. Celtic Cross. Das wird der Cross. Celtic Cross. Geht er durch? Ja. Mit dem Hinterkopf gegen den unteren Turnbuckle. Und Sheamus achtet drauf, kein Rope Break. Das war's doch. Der hat jetzt aus Kopf genommen. Gegen den gegen 2, vorbei. Three. Ja, Neville ist ausgenockt. Ja, Alter. Was das eine Aktion von Sheamus. Das sah absolut krank aus. Hier schön, also richtig krank, den Kopf- und Nackenbereich gegen den Turnbuckle geschmissen. Aus der Höhe, das ist sehr gefährlich für Neville. Mit der Power. Ganz, ganz gefährliche, ganz, ganz krasse Aktion hier von Sheamus. Ja. Und er besiegt Neville. Er besiegt Neville das erste Mal. Und die Aktion von Neville. Oh. Catching Power Slam. Quasi die Show des Paybacks hier. Quasi, jetzt, ja. Boah, meine Güte, aber Sheamus hier wirklich stark, wirklich sehr stark. Und dann haben wir der Corkscrew. Standing Corkscrew. Und Sheamus quasi macht sich hier quasi als inoffiziell quasi Top-Favorit für dieses Match. Obwohl die anderen natürlich, man sollte sie niemals unterschätzen, aber Sheamus zeigt hier, warum er quasi der Favorit sein sollte. Absolut. Ja, der Curse Backbreaker, der Chokeslam in das Knie quasi, eine noch stärkere Variante des Chokeslams. Was mir auch aufgefallen ist, Neville hat wirklich viele kranke Aktionen. Und da schaut es euch jetzt nochmal an, der Hinterkopf von Neville, ganz, ganz böse.
dicht und ja. Back im Hinterkopf. Zum Glück war das Polster noch drauf. Ja. DDT auf den Apron, dann dieser Irish Curse, dann der Irish Curse Backbreaker White Noise, dann dieses Celtic Cross gegen diesen Turnbuckle da. Ich glaube, Sheamus hat hier einen ganz klaren Plan, und zwar einen Gegner komplett zu vernichten und zu schwächen für dieses entscheidende Intercontinental-Match. Absolut, und während Sheamus im Ring feiert, sehen wir, wie er noch so ein bisschen lacht Richtung Rampe, und da sehen wir nämlich, wie Neville, ja, rausgetragen wird von den Medics. Neville ist nicht bei Bewusstsein, aber ganz ehrlich, nach dem Match und nach den Aktionen, die er gefressen hat, und gerade nach der letzten Aktion, wer mag es ihn verübeln? Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie es mit Neville weitergeht oder ob er sich nicht schwerer verletzt hat, weil das sah ganz böse aus. Aber er hat hier Kämpferherz bewiesen und er sollte sich gar nicht schämen, hier gegen Sheamus verloren zu haben, weil er hat überhaupt nicht. Unglaublich krasse Leistung gezeigt. Tolle Aktionen, wirklich. Und auch er wird hoffentlich dann einsatzbereit sein beim Armageddon Hell in a Cell Intercontinental Championship Match im Main Event von Night of Champions. Hui. Und damit endet die zweite Raw diesen Monat. Ja. Was für ein Match. Unglaublich. Tolles Match. Main Event würdig. Tolle Show, absolut. Und ja, somit endet die Show. Wie gesagt, Neville rausgetragen von den Medics. Wir werden gleich in den Trainers Room gehen und schauen, wie es mit ihm weitergeht. Und werden euch dann nächste Woche ein Update bringen. Von daher schaltet ein, wie es Neville dann nächste Woche geht. Und nächste Woche nicht vergessen, der WWE Champion Batista kehrt zurück nach einwöchiger Abstinenz und Bray Wyatt mit gesamter Wyatt Family nächste Woche anwesend. Von daher ist da auch Pfeffer angesagt. Hui. Und wir haben einiges vor mit euch. Von daher, wir sehen uns. Ball. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao. Haut rein.